Einen wunderschönen und willkommen zu Hausis Q und A. Ich habe euch bei Instagram gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen und das habt ihr ganz fleißig gemacht und ein paar dieser paar Fragen möchte ich jetzt in diesem Video beantworten. Sollten nach diesem Video noch ein paar Fragen unbeantwortet sein, dann könnt ihr gern weitere Fragen unten in die Kommentare schreiben und ich beantworte sie dann im nächsten Q&A. Die erste Frage kommt von Mula Moongott. Was für Spielekonsolen hast du? Und ich habe sehr viele Spielekonsolen. Ich kann es jetzt auswendig ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche das ich habe. Ich habe ein Super Nintendo, ein Gamecube, ich glaube ein Nintendo 64, eine PlayStation 2, 3, 4, Xbox 360, Xbox One. Ich muss gestehen, auswendig weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Da müsste ich mal durchgucken. Ich habe hier so an der Seite meine Fanwall und da möchte ich eben auch die Konsolen hinstellen und mir auch noch ein paar Konsolen holen. Ich habe zum Beispiel keine PlayStation 1 mehr. Sega Mega Drive hätte ich gern wieder. Da werde ich in nächster Zeit ein bisschen einkaufen und euch auch gerne auf dem Laufenden halten. Die nächste Frage kommt von G.Michael06. Was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist definitiv Faulheit. Ich muss mich immer wahnsinnig lang überreden, bis ich mal den Arsch hochkriege und irgendwas mache. Also wenn ich ein Video geplant habe oder sogar ein Video abliefern muss, ich mache es immer auf den letzten Drücker. Ist was, was mich tierisch ärgert, wo ich auch so ein bisschen versuche dran zu arbeiten, aber halt echt struggle. Die nächste Frage kommt von Jose Knight Rider. Hast du Cyberpunk? Machst du ein Let's Play? Ich schwör's euch, ich zocke schon sehr, sehr lange. Ich habe es ja vorher aufgezählt, Sega Mega Drive fing alles an und ich habe jede Konsole bis heute mitgenommen, PC noch dazu. Also ich zocke wirklich schon sehr, sehr lang und ich war noch nie in meinem ganzen Leben so maximal overhyped auf dem Spiel. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also Cyberpunk definitiv, das werde ich ab der ersten Sekunde, wo es spielbar ist, suchten. Warum das so ist, das letzte Spiel, wo ich so richtig gehypt war, wo ich es gar nicht abwarten konnte, dass es endlich rauskommt, war Witcher 3. Und wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, ist das nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsgames. Es hat auch auf meiner Liste der 10 besten Spiele aller Zeiten, führt es immer noch auf Platz 1. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Witcher 3 war für mich perfekt. Ich war so gehypt auf dieses Spiel und ich wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil, es war noch viel besser, als ich erwartet habe. Ja, und die Macher von Witcher machen Cyberpunk. Und was ich bisher gesehen habe, Wahnsinn. Es ist ein Shooter. Bei Shootern bin ich eigentlich nicht so gehypt. Auch das Setting. Ich muss gestehen, wenn es von einem anderen Entwickler wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, oh ja, sieht geil aus, werde ich mir holen. Aber dadurch es halt auch noch von CD Projekt Red ist, bin ich halt echt krank gehypt. Zur Frage, ob ich es Let's Playen werde, nein. Hat folgenden Grund und zwar, die unter euch, die nicht Let's Playen, können das vielleicht nicht verstehen, aber man genießt ein Spiel nicht wirklich, wenn man es Let's Playt. Ja? Es ist mehr Arbeit, als dass man Spaß am Game hat. Und ich möchte mir Cyberpunk dadurch einfach nicht versauen. Also ich werde es nicht Let's Playen, was ich mir aber überlegt habe, ob ich vielleicht den Start livestreamen werde und wir zusammen den Charakter designen etc. Das dauert nämlich bei mir gerne mal ein paar Stunden. Und ja, so die ersten ein, zwei Stunden vom Game halt zusammen anschauen. Da bin ich am Überlegen. Die Frage ist allerdings auch, ist es überhaupt möglich, weil die Systemanforderungen sind richtig krass. Das Ganze dann auch noch mit einer einigermaßen guten Qualität zu streamen, gar nicht so einfach. Aber Let's Plays in Form von jede Woche kommt ein neues Video, das wird es zu Cyberpunk nicht geben. Die nächste Frage kommt von der heilige 123. Guckst du Anime? Wenn ja, guck dir One Punch Man an. Ich gucke manchmal Anime, also nicht intensiv oder so. One Punch Man habe ich gesehen, fand ich auch sehr, sehr gut. Meine Lieblings-Anime-Serie bisher war Death Note. War ich wirklich begeistert von der Serie. Mal früher natürlich, ich habe Dragon Ball angeschaut, ich habe One Piece angeschaut. Noch früher Pokémon, Digimon und wie es alles hieß. So von den neueren Sachen, Full Metal Alchemist und wie es alles heißt, habe ich ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Werde ich aber bei Zeiten nachholen, weil, wie gesagt, ich mag Anime eigentlich schon. Zurzeit leide ich eh extrem unter Serienmangel. Also, wenn ihr da Empfehlungen habt, dann haut sie mir unten in die Kommentare. Die nächste Frage kommt von Lama-Mädchen, aka Ehrenmädchen. Aktuelle Favoriten-YouTuber. Also, einer, der dürfte wahrscheinlich eben klar sein und eigentlich mein absoluter Lieblings-YouTuber, Hand of Blood. Ich feiere einfach wirklich nahezu jedes Video von ihm und auch seine Livestreams. Ansonsten konsumiere ich wahnsinnig viel YouTube. Also, ich konsumiere mehr YouTube als zum Beispiel TikTok. Ich schaue wahnsinnig gern Cinema Strikes Back, weil ich halt ein riesen Filmfan bin. Ich liebe Filme und
Da ist für mich mit Abstand der beste Kanal Cinema Strikes Back. Was Technik angeht, schaue ich zum Beispiel Alexi Bexi. Ja, es gibt so ein paar Channel, die ich abonniert habe. Raketenjansel mag ich auch sehr gern. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn euch das Thema Gaming interessiert. Dann habe ich so ein paar Wissenssachen wie MyLab, Terra X. Kurz gesagt, schaue ich auch sehr viel. Ja, also ich konsumiere wahnsinnig viel YouTube und auch die verschiedensten Sachen. Also ich hänge da jetzt nicht fest, dass ich sage, ich gucke nur Let's Plays oder ich gucke nur Technik oder ich gucke nur Wissenschaftssendungen. Ich habe ganz breit gefächert abonniert und je nachdem, worauf ich abends Bock habe, gucke ich halt dann rein. Die nächste Frage kommt von Angelina 0511.20. Bester Creator Code. Dann die nächste Frage von KKMK Sturhahn, aka Ehrenkeno. Der leitet übrigens mein Discord. Wenn ihr mal Bock habt, mit mir zusammen zu zocken oder einfach ein bisschen zu quatschen, kommt gerne auf meinen Discord. Die Frage: Was war deine größte Enttäuschung auf YouTube, TikTok und Discord? Auf Discord hatte ich bisher keine Enttäuschung. Ja, generell. Also YouTube, klar, man könnte mehr Aufrufe haben. Brauche ich nicht abstreiten. Aber jeder hat mal klein angefangen. Also so mit der Entwicklung meines YouTube-Kanals bin ich ganz zufrieden eigentlich. YouTube schickt dir da auch immer so eine Statistik, wie es läuft und ob dein Kanal gesund ist und was du noch ändern kannst und solche Sachen. Das schaut eigentlich immer alles ganz okay aus, kann ich mich nicht beschweren. Discord war bisher nie irgendwie was, dass ich irgendwie enttäuscht gewesen wäre. Nein, auf TikTok ist hier und da halt mal das ein Video, wo echt viel Arbeit drin steckt und es geht halt da nicht viral. Das ist halt schon ärgerlich, aber mei. Das ist halt auf TikTok so ein allgemeines Problem. Das ist halt oft, dass ein Video nicht viral geht. Mittlerweile stecken halt auch viele Leute gar keine Arbeit mehr in ihre Videos, eben aufgrund dieses Problems. So möchte ich nicht sein. Ich will trotzdem bei meiner Qualität halt bleiben. Und wenn man dann halt mal 4-5 Stunden in ein Video reingesteckt hat und dann kriegt es 10.000 Aufrufe und ein Video davor, wo man irgendeinen Lip-Sync-Quatsch macht, hat 800.000 Aufrufe, das ist schon enttäuschend. Aber enttäuscht kann man nur werden, wenn man was anderes erwartet hat. Und ich erwarte da halt nicht viel. Das ist eine reine Glückssache, entweder es läuft oder es läuft halt nicht. Die nächste Frage kommt von Alessio-FRI. Welche Pläne hast du für die Zukunft mit YouTube, TikTok und so weiter? PS, größter Fan, Hashtag Ehrenmann. Erstmal vielen Dank dafür, Alessio. Welche Pläne, dass ich habe? Also nichts Spezielles jetzt. Also es geht alles um, ich möchte konsequenter werden. Also sprich, es muss einfach alles geregelter ablaufen. Ich will geregelter und pünktlicher meinen Content abliefern. Das ist das, wo ich vorher gesagt habe mit der Faulheit. Ich kann halt oft Zeiten nicht einhalten und solche Sachen. Und das möchte ich definitiv ändern. Auf YouTube hoffe ich, dass ich es erreichen werde. Da freue ich mich auf die 10K. Also 10.000 Abonnenten, das wäre so der nächste Meilenstein, über den ich mich riesig freuen würde. Wir steuern da gut drauf zu, dauert aber noch. Aber ich denke, über kurz oder lang soll es gelingen. Ja, und dann hätte ich einfach mal Bock auf größere Projekte, wo vielleicht auch hier und da Kooperationen sind, wo man unterstützt wird oder so. Ich möchte gern mit anderen YouTubern kooperieren, auch mit anderen TikTokern. TikTok bin ich ja schon groß, sage ich mal. Also da habe ich auch Connection mit anderen. Aber ist halt heiß, die wohnen in Berlin, ich nähe München und so. Das ist halt alles nicht so einfach. Da ist aber die Connection schon da. Und da möchte ich halt in naher Zukunft auch mal ein paar bisschen größere Sachen aufziehen. Auf YouTube habe ich die Connection noch nicht. Da arbeite ich dran. Mich würde eine Agentur jetzt da mal reizen, wo man sich halt mit anderen YouTubern vernetzen kann. Kooperationen, solche Sachen. Also es sind jetzt keine speziellen Pläne, wo ich sage, das will ich bis da und dahin erreichen. Insgesamt soll es einfach alles vorwärts gehen. Und das tut es momentan. Ich bin ganz happy und ich sehe positiv in die Zukunft. Die nächste Frage kommt von ForYouSteve46. Wie bist du darauf gekommen, TikTok und YouTube zu machen? Wie ich darauf gekommen bin, TikTok zu machen, habe ich schon mal in einem anderen Q&A erklärt. Das verlinke ich euch mal hier. Falls ich da jetzt einen Quatsch erzähle und das bei dem anderen Q&A nicht beantwortet habe, dann habe ich es auf Instagram beantwortet. Da habe ich bei den Story-Reitern auch einen Reiter-Q&A. Da habe ich es auf jeden Fall beantwortet. Wie ich drauf gekommen bin, YouTube zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar hast du bei TikTok halt einfach begrenzte Möglichkeiten. Du hast Hochformat, du hast nur eine Minute Zeit. Ja, und ich wollte einfach mal andere Sachen machen. Ich habe auch auf YouTube noch andere Pläne. Also es wird nicht bei Let's Play bleiben.
Es wird auch nicht bei solchen Specials bleiben. Ich will da schon noch ganz andere Sachen abliefern, was auch so in die Richtung meiner TikTok-Videos geht. Da will ich aber jetzt nicht zu viel verraten und auch nicht zu viel versprechen, weil da ist noch ein bisschen hin. Ja, da muss ich erst einen Flow reinkriegen, wo ich sage, da habe ich die Zeit dafür. Da habe ich aber Pläne, die halt auf TikTok einfach nicht umzusetzen sind. Und darum habe ich gesagt, ich möchte auch YouTube machen. Ich liebe YouTube, ich konsumiere selber halt, wie gesagt, viel YouTube. Und ich möchte auch Content auf YouTube bereitstellen. Let's Plays machen mir wahnsinnig Bock. Ich zock halt eh. Warum soll ich es nicht aufnehmen? Ja, ich schneide gern. Warum soll ich es nicht schneiden? Ich habe früher schon mal, noch lange vor TikTok, habe ich schon YouTube gemacht, wo ich Kamera-Foto-Tutorials und solche Sachen gemacht habe. Aber nada Aufrufe, also gar nichts. Habe es dann irgendwann bleiben lassen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich ja auf TikTok einige Follower. Ziehe ich mal so ein paar auf YouTube rüber. Und starte dann auf YouTube wieder neu. Ja. Also das war der Hintergedanke. So, und zur letzten Frage von Heiko Rasiert. Hast du mal überlegt, dir die Haare zu färben oder sonstiges? Lustigerweise, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil ich immer eine Cap auf habe. Ich hatte diesen Sommer richtig, richtig lange Haare. Also die gingen echt, ich hatte einen Pony bis hier runter. Das war richtig krass. Und ich hatte vor, die zu färben. Ja, ich wollte sie rot färben. Rot oder blau, in Anlehnung an Markiplier, das ist der Dude hier. Meine Frau hat es mir allerdings verboten. Ja, ich durfte nicht. Rückwirkend betrachtet muss ich sagen, das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil das sieht halt nur gut aus, wenn du ein attraktiver Halbasiate bist und nicht so ein fetter Allmann wie ich. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal abnehmen sollte oder so richtig Fame bin. Wenn du richtig Fame bist, kannst du machen, was du willst. Weil dann, du kreierst ja dann, was cool aussieht. Weißt du, ich meine? Ja, mal sehen. Schauen wir mal, wo die Zeit hinkommt. Wie gesagt, Cyberpunk werde ich wahrscheinlich den Start livestreamen. Das ist der 10. Dezember. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Am Dienstag kommt wieder Superliminal. Würde mich auch freuen, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr mich extrem. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann haut die einfach unten in die Kommentare und ich beantworte sie beim nächsten Mal. Bis dahin. Remember me for centuries.